fast auf den Tag genau, ist ein Jahr vergangen, nachdem wir in unserem Film Erkner im Coronavirus gezeigt haben, wie die Stadt lebt und mit dem Coronavirus umgeht. Die Inzidenzwerte wurden erstmals am 9.05.2020 veröffentlicht. Und hier sehen wir die Werte vor einem Jahr und wie sie heute sind. Hier das Karl-Bechstein-Gymnasium. Der einzige Unterschied: Präsenzunterricht für die Abschlussklassen wird durchgeführt. Hier die Kita Eichhörnchen, die im April 2020 total geschlossen war. Die Friseure dürfen in 2021 nur Kunden bedienen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. In der Gastronomie hat sich nicht viel geändert. Die Aushänge sind vielleicht etwas professioneller geworden. In den Gaststätten wird außer Haus verkauft. Man kann, das ist sicherlich von Vorteil, hier vorbestellen. Endlich kann der fertiggestellte Kirchplatz vor der Genezareth-Kirche für den Markttag am Donnerstag genutzt werden. Bei unserer Genezareth-Kirche hat sich auch nicht viel getan, außer dass der Vorplatz neu gestaltet und fertiggestellt wurde. So waren wir im vergangenen Jahr auch im City Center und wir wollen mal schauen, wie es heute, also ein Jahr danach, hier aussieht. Die Geschäfte sind nach kurzzeitiger Öffnung alle wieder geschlossen. Der Unterschied besteht darin, dass jetzt Maskenpflicht besteht. Die Begegnungsstätte der Gefers ist nun schon über ein Jahr geschlossen. Die Bauarbeiten am Gebäude Friedrichstraße 23 sind mittlerweile abgeschlossen. Der Unterschied: Wir haben deutlich mehr Verkehr. Das Secondhand-Geschäft, das sich hier vor einem Jahr in der Friedrichstraße befand, hat sein Geschäft aufgegeben. Jetzt sind Immobilienmakler hier zu Hause. Die Friedrichstraße am Wahrzeichen unserer Stadt, dem Maulbeerbaum. Ich kann es nur wiederholen, vor einem Jahr war deutlich weniger Verkehr in der Friedrichstraße anzutreffen. Wie zu Corona-Vorzeiten stockender Verkehr schon in den Vormittagsstunden in der Hauptstraße, also in der Friedrichstraße hier in Erkner. Voriges Jahr waren die Parkbänke noch abgesperrt, heute darf man hier sein Bier trinken. Das ist die Berliner Straße. Oft sieht es schon Vormittag so aus.
Mit der Anzahl der Einkaufskörbe wird die Personenzahl reguliert, die sich im Markt zum Einkaufen befindet. Und unser Sportzentrum in Erkner sieht genauso trostlos aus wie vor einem Jahr. Kein Mensch ist zu sehen. Ein sehr markanter Unterschied zwischen 2020 und 2021 ist auf diesen beiden Bildern zu erkennen. In Erkner wird ein Corona-Testzentrum eröffnet, in dem sich jeder Bürger kostenlos testen kann. Und ich habe es selbst probiert und nicht mal eine halbe Stunde, ich hatte mein Ergebnis und meine Bescheinigung in der Hand, wie hier zu sehen. Das war der Corona-Bericht Nummer 2 aus Erkner, April 2021. Und wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr nicht noch einen weiteren Teil drehen müssen.